Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Immer noch im Tiny Tina DLC, immer noch alleine, immer noch am Sachen machen, tun und lachen. Ja, schon, den musste ich mal raushauen. Ja, beim letzten Mal habe ich mir auf besondere Art und Weise ein Kammerjäger-Symbol geholt. Habe dafür auch einen Double Grenade Jump gemacht, den ich übrigens mal in Sanctuary ausprobieren möchte, demnächst auch nochmal. Ob ich damit vielleicht zu einem gewissen Spot hinkomme, wo ich schon immer mal hin versuchen wollte, nochmal hinzukommen. Aber wie gesagt, das muss ich erstmal ausprobieren. Oh, bitte sagen wir jetzt nicht, dass es nicht mit diesen Spinnen geht. Ah da, magische Spinne. Mist, da entsteht ein Schild. Wenn ihr die Spinne nicht mit einer Schubwaffe tötet, lädt sich der Stab nicht auf. Ist das ein verdammter Ernst? Bitte sag mir, dass ich jetzt eine Schockwaffe zwischendurch eingesammelt habe. Da, okay, dann muss ich die zu Tode granaten. Ist das ein verdammter Ernst? Ah toll, jetzt habe ich noch nicht mal mehr Granaten. Moment. Das ändern wir jetzt mal eben schnell. Sorry Leute, also das. Was Waffenwünsche angeht, seid ihr hier richtig. Die werden ein hübsches Plätzchen in einem Ork-Gesicht finden. So Lettersens Gesundheitsboutique heißt euch willkommen. Ja, bla bla. So, die Waffen kann ich auf jeden Fall schon mal verkaufen. Das kann ich schon mal verkaufen. Das auch. Und die sowieso. Nicht drauf gehen. Nee, hab ich nicht vor, du. Oh, warte, vielleicht macht das auch mehr Sinn. Uah. Ja, definitiv macht das mehr Sinn. Toll, dem Stab fehlt nur noch eine einzige. Jetzt braucht der Stab nur noch etwas Ork-Magie. Okay, weiß schon Bescheid. So, Säure wieder. Mehr Kraft. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also ich brauche Feuer, ich brauche Elektrizität für die gesamte Sorge. Eigentlich braucht man in jedem Abschnitt mindestens eine der Elemente. Ne? Muss ich mal dazu festhalten. So. Gehabt euch wohl. Ach, dafür brauchst du wieder einen speziellen Ork, ne? Ja, war ja so. Super. Achso, bevor ich fragt, was ich jetzt als nächstes mache, ich werde natürlich wieder gucken, was ich noch anliegend habe. Also, an Herausforderungen. What the hell? Was zur Hölle? Wo hat der mich denn ganz hingeschleudert? Alter Verwalter. Okay, das hat mich jetzt mal geschockt. Und zwar hoch 10. Ich guck lieber mal Herausforderungen nach. So. Mine. D, E, F, G, H, I, O, K, L. Da war schon Mine. Da. Nö. Ja, warte, Mine der Habgierigen sind wir doch, ne? Ja, genau. Und wir verlassen den Ort nach... Abscheus Schatten. Irgendwas mit Abscheus Schatten. Das heißt, wir müssen wieder hoch zur A. Da ist nur Kult der Kammer und dann auch drei Symbole. Dann gucke ich auch nochmal eben ins Steam Overlay. Sofern es sich dann auch gleich öffnet. Adios.
Ach komm schon, was ist denn jetzt hier los? So. Ja gut, es ist. Hallo? Spiel? Hallo? Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe genauso wie ihr ein Standbild gerade. Ich lasse mich mal überraschen. Das ist echt nicht nett gewesen übrigens von den Ork, dass er mich so runtergeschlagen hat. Ich glaube, ich gucke gleich einfach nach der nächsten Map, wo da die Kulte-Kammer-Symbole sind. Lohnt sich ja nicht, wenn ich noch nicht drauf bin, ne? Ah, grandios. Na also. Nur oft genug Escape-Spam auf einer der... So. Das Ganze darf sich jetzt nicht wiederholen. Jetzt wird's blutig. Was machst du denn hier, du Zwerg? Warum sagst du was, aber machst nichts? Egal. So, grandios. Das haben wir auch erledigt. Wir haben eine weitere lilane Waffe. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Stimmt, wir brauchen nur Granate und den Stein, ne? Und das Schild. Granate, Stein und Schild. Da haben wir so gut wie alles in lila. Das war doch die Eigenschaft, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Ach komm schon. Grandios, also wieder mal dasselbe Thema. Ein bisschen Escape Spam, dann lädt es ein bisschen schneller nach anscheinend, keine Ahnung warum. Das ist doch nicht wahr. Wir haben die 3 Millionen zusammen bis dato. Können ruhig noch mehr werden. Naja.
ein Besen? Mist, ich hab den Zauberspruch verkackt. Ich beseitige ihn schnell. Götter der Macht! Götter der Gier! Schaff dieses blöde Kehrgerät raus hier! Tada! Was? Ich sagte, raus hier! Tada! Was zur Hölle? Ich habe ein winziges Problemchen. Könntet ihr euch um diese Kerle da kümmern, während ich an einem Gegenzauber arbeite? Nichts gegen euch, Lehrling. Und ihr habt mich selbst gemacht. Rotste. Na gut, dann verbrenne ich sie eben. Bart der Macht, mit Schleifen gebündelt, sorgt dafür, dass dieses Pack da schön zündelt. Oh, Scheiße! Brennende Besenstiele, echt jetzt? Oder liegt was Grünes? So funktioniert Magie. Genau so, wie man es nicht erwartet. Würde ich auch mal sagen. Ich bin der beste Besenbeschwörer in der Geschichte der Sauberei. Okay. Grandios, das hat sogar ein Level abgebracht. Guck mal. Unten, ich bin Level 57 jetzt. Also somit jetzt ein Level noch verbleibend. Dann habe ich final mein Ziel erreicht wegen der Goldkiste. Aber was wir jetzt eben machen, schnell. Ich muss ja mal ganz kurz nachgucken. Das sieht alles so verlockend aus. Da habe ich das ja. Was war das hier nochmal? Ganz Höhenfeuer, deine Waffen. Ach nee, hier, genau. Das war ja. Zirkens. Erhöht Abklingzeit gerade ganz im Fallenzeit. Genau. Ich musste ja da reinstecken, weil ich ja noch eine Errungenschaft haben möchte. Die sich auf Garnzirken bezieht, glaube ich. So.
Okay. Ich sollte sie in der richtigen Reihenfolge machen. Das heißt, der erste ist out of bounds, wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott. Ich lasse mich überraschen. Ist denn hier überhaupt noch was? Das ist die andere Frage. Genau. Nö. Der Wald ist nur noch was und dann war's das. Also, in vorigen Maps. Da muss ich sowieso erstmal wieder zurück nach Refuge. Da. Oder wie das heißt. Ich merke es mir halt nicht. Nie. Egal. Irgendwann weiß ich die Orte auch auswendig. Was auf jeden Fall feststeht, ist, ich muss auch gleich mal zum Ende kommen, weil langsam werde ich echt müde und ich kann mich weniger konzentrieren. Deswegen werde ich jetzt nur eben schnell die versuchen, die Kammerjäger-Symbole zu kriegen, die ersten zwei. Und sofern noch Zeit da ist, natürlich die Maps vollenden hier. So, wo war das erste? Das war da. Also, irgendwo hier. Ja, ich kann es selber nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ne? Deswegen beeile ich mich auch. Als der Hexerturm in Sicht kommt, denkt ihr schon langsam darüber nach, was ihr euch von der Belohnung kauft, wenn ihr die Königin gerettet habt. Oh, schön, 60 FPS. Noch. Stampf, stampf, die Menschleinköpfe! Kein Hohn mehr! Was liegt denn da? Sieht aus, als würde der Hänsel Hexer Orks rüber katapultieren, um euch aufzuhalten. Vorsicht! Stichst du Ork? Ja, super. Sticht Ork dich! Das Böse wandelt unter uns. Ich habe vor kurzem einen Drachen erlegt, konnte aber keine einzige Schusswaffe bei der Leiche finden. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Meine Kollegen sind Ninja-Looter. Ihr müsst sie erledigen und zurückholen, was sie gestohlen haben. Mal sobald ich Zeit dafür habe, denn... Moment. Nee, das ist hier schon näher, weil hier muss ich ja gleich sowieso nochmal hin. So. Okay. Frechheit. Ich muss halt auch erstmal drauf klarkommen. Ah, jetzt ruckelt es schon wieder. Sowas von nervig, Leute. Okay, dann muss ich erst den anderen holen. Der ist dort aus out of bounds. Okay. Also. Na, was heißt out of bounds? Auf jeden Fall. Ich dafür hier raus. So. Das war Nummer 1. So, Nummer 2. Ja. Wie gesagt, ist irgendwo da hinten. Gott, da hat man eben gesehen, was los ist, wenn es nicht vernünftig nachgerendert ist. Okay, bevor ich da jetzt irgendwie runterhüpfe, gucke ich mir genau die Stelle an. Sehr gebirgig. Und er steht quasi da. Uah.
Ja, nee, ich muss noch höher. Ich muss definitiv noch höher. So, ich versuche mich zu beilen. Hier habe ich nur noch 5 Minuten. Ruckel. So. Fantios. Also ja, definitiv hier oben irgendwo. So. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal orientieren. Genau, da kommt nicht was raus. Seht unseren Stahl und erkennt, dass ihr... So, und das ist Nummer 2. Dafür muss man von oben da runter hüpfen. Ah, okay, und eigentlich ist das gar nicht allzu wild. Man landet quasi nur im Orkdorf, wenn man zu weit runtergefallen ist. Sehr schön zu wissen. 2 von 3. Der dritte, der fällt mir aber gar nicht, weil ich nicht weiß, wo der sein soll. So, jetzt heißt es aber erstmal wieder hochlatschen. Dafür. Und das sind 4 Minuten, ne? Die Jungs brauchen mehr Fleisch für Korn. Dafür möchte ich mir aber eine Markierung setzen. Achso, was mach ich denn da? Ist doch kein Handy. Okay, das ist... Hier soll das irgendwo sein. Ach, das... Hä? Moment. Das soll hier irgendwo sein? Moment. Das hieß ja... Sprich, das wäre ja hier. Hä? Moment. Ich glaube, das muss ich erst irgendwie öffnen, aber die Frage ist halt wie. Ich muss mal gucken, vielleicht komme ich von oben da irgendwie rein. Ja, treff mich immer schön weiterhin. Sachen in Menschenaugen. Oh ja, mein rechter Arm äußert sich auch schon wieder da drin, indem es halt Nervenkontraktionen gibt, wenn ich den Arm bewege. Mein Rücken ist auch nicht gerade viel besser. Zu sprechen darauf. So. Grandios. Kein Hund mehr. Keine Mimik. Sehr viel lila. Blau, okay, dafür gab es leider nicht mehr viel. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie muss ich doch da rankommen an diesen Ort. Grandios, ey. Der jüngste Tag ist gekommen. Grandios. Ach so, Scheibengleiser. Hier ist natürlich noch so ein Nebentürchen. Das könnte es sein, eventuell, ne? Ja, es ist vielleicht sogar das. Okay. Das heißt, ein Part muss ich noch durchziehen. Da ich wie gesagt die Kult der Kammer noch parallel mache. Und ja. Hier kommt ein Eierknacker! Ah, hier oben geht's weiter, das weiß ich, aber da vorne geht's immerhin zu dem, wo ich hin möchte. Ah.
So. Ah, okay. Jetzt, Leute. Nein, immer noch nicht. Ich gehe erst weg, wenn das hier offen ist. Das sollte man dem bewusst sein. Schwere Taten brauchen auch schwere Maßnahmen. Und das war gerade ein weißes Objekt, ne? Das heißt, einmal wieder ins Inventar. Ich ziehe das durch, ne? Also. Alles, was nicht irgendwie mindestens eine Farbe besitzt, geschweige, ja, über weiß hinausgeht. Kommt mir nicht in mehr ins Inventar. Da sind wir noch nicht offen. Okay, jetzt frage ich mich langsam, wie ich da hinkomme. Deswegen. The final symbol is soon found. The central elevator. The elevator can used unit you progress create this twin the zone, but you once you can it side. Okay, ich muss nochmal übersetzen lassen, weil mir das echt zu blöd ist, gerade im Kopf darüber nachzudenken. Es bringt aber auch nichts, wir müssen tatsächlich schon wieder abbrechen. Dann würde ich sagen, geht einfach im nächsten Part weiter. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.